Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Grundrezept für euch für Schoko-Tortenboden. Ich persönlich mag die Biskuitboden nicht so gerne und immer wenn ich eine Schokotorte mache, dann verwende ich dieses Rezept. Es ist ganz einfach gemacht und es schmeckt super lecker. Es schmeckt eigentlich auch ganz ohne alles und man kann die auch dann so machen, einfach so als Schokokuchen zu essen. Aber eigentlich sind das Schokoböden für Torte. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Bevor ihr mit der Zubereitung anfängt, es ist ganz wichtig, dass die Butter schön weich ist und die Kefir und Eier in Zimmertemperatur sind. So, die Kefir und Eier sollten schön Zimmertemperatur sein und die Butter schön weich. Erst dann solltet ihr mit der Zubereitung anfangen. Und dann als erste wird die Butter mit Zucker schön weichgeschlagen. Ich verwende braune Zucker, weil es eine karamellartige Note für die Böden gibt. Aber ihr könnt auch weiße Zucker nehmen. Und dann für etwa 5 Minuten mit dem Mixer schlagen, bis die Butter schön weich und hell geworden ist. Und dann, wenn die Butter und Zucker so aussieht, es ist schön weich geworden, dann werden wir die Eier dazugeben, eine nach dem anderen. Und nach jedem Ei wird etwa 30 Sekunden geschlagen. Und dann am Ende sollte es so aussehen, es wird ganz schön fluffig sein und jetzt können wir dann die Trockenzutaten und den Kefir auch dazugeben. Und bevor ihr die Trockenzutaten dazugebt, solltet ihr die in eine separate Schüssel zusammen mixen. Ich habe hier den Mehl mit Backpulver und Backnatron und Kakao. Und ich werde das ganz kurz mixen und erst dann in meine Schüssel geben. Wir werden das in Teilen machen. Erstmal ein Drittel Trockenzutaten, danach Hälfte von Kefir, dann nochmal Trockenzutaten und so weiter, bis alles in dem Teig gegeben ist. Und ganz wichtig, die trockenen Zutaten reinsieben. Und hier mixen wir immer nur ganz kurz auf die niedrige Stufe, nur bis alles sich fast gemixt hat. Und nach dem letzten Teil von Trockenzutaten mixen wir, bis alles gut gemixt ist und danach noch mit dem Spatel so durchmixen durch den Boden, so dass ihr seht, dass alles schön gemixt ist und da am Boden keine so separate Flüssigkeit ist oder Trockenstellen. Und dann habe ich meine Backförmchen schon ganz gut eingebuttert und ich werde gleich den Teig gleichmäßig in die Förmchen verteilen. Ich wollte nur sagen, dass ihr könnt auch noch ein kleines Stückchen Backpapier auch noch unten in die Form reinlegen. Dann geht das noch einfacher, die Böden aus der Form nach dem Backen rauszuholen. Und ich habe ein kleines Tipp für euch, wenn ihr auch 4 Förmchen oder 3 Förmchen habt und den Teig gleichmäßig verteilen möchtet, kann man das mit einem Esslöffel machen. Ihr könnt diesen Rezept auch in einer Backform backen, aber dann die Backzeit anpassen. Ich werde das euch auch unten in Beschreibung erklären.
Und dann werden die Böden gebacken und wie immer die Backanleitung findet ihr unten in der Beschreibung. Nach dem Backen solltet ihr erst die Böden auf eine Abkühlgitter im Backform für etwa 10 Minuten abkühlen lassen und erst danach dann rausholen und komplett abkühlen lassen, bevor ihr die für Torten dann verwendet. Und bevor ich die Video beende, wollte ich euch auch noch zeigen, wie schön weich und luftig die Böden wirklich sind. So, hier seht ihr, wie es schön zurückspringt. Es ist ganz schön luftig und wenn ich jetzt auch noch die Innenstruktur zeige, dann seht ihr, wie schön luftig es ist, wie die Struktur auch von innen ist. Und die sind super schokoladig und super lecker. Das Rezept ist ganz einfach und ich würde sagen, es ist gelingsicher, aber es gibt Sachen, die man genauso oder man sollte eigentlich alles, was im Rezept ist, genauso machen, wie ich das gezeigt habe. Es ist ganz wichtig, dass die Butter schön weich ist und auch die Eier und Kefir in Zimmertemperatur sind. Dann werden die Bohnen auch ganz schön fluffig und das ist das Wichtigste, worauf ihr achten solltet. Und macht einfach so, wie ich im Video gezeigt habe, diese Schritte und dann wird es bei euch auch genauso klappen. Das war jetzt mein Grundrezept für Schokoböden, aber ich habe das gleiche Rezept oder das gleiche aber für Vanilleböden und wenn ihr Interesse habt, dann werde ich dieses Rezept auch gerne mit euch teilen. Lasst mir einen Kommentar unten und dann weiß ich, ob ihr auch Interesse dafür habt. Ich hoffe, dir hat mein Schokobühnenrezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.